3. bis 31. August in Augusta Raurica ist schauen, wird mit Asterix und Obelix sagen, die spinnen die Römer. Denn an diesem Wochenende hat auf dem Areal von der antiken Stadt das grösste Römerfest in der Schweiz stattgefunden. Es ist ein Fest von der Superlative, das unter dem Motto «Panem et Circenses» abgehalten worden ist. An der 19. Ausgabe vom Römerfest haben über 700 Mitwirkende geschafft und 150 Legionäre aus ganz Europa sind zum Aufmarsch erschienen. Eindrücklich ist das ganze Spektrum vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben unter den römischen Standarten ausbreitet worden. Augusta Raurica hat sich in eine römische Garnison verwandelt, mit viel Liebe zum Detail und grosser Leidenschaft für Authentizität. Der Markt hat das Handwerk aus dem Imperium gezeigt und mit grosser Vielfalt die über 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt. Schmuck, Kleider, Waffen und Naturmedizin haben die Menschen von damals hergestellt und damit auch gehandelt. Rom hat die besetzten Ethnologien integriert und ihnen Platz gelassen. Gerade das hat seine Vielfalt und Grösse ausgemacht. Theater, Tanz und Musik zeugen von der hochstehenden Kultur im ewigen Rom. So sind sie auch am diesjährigen Römerfest besonders gepflegt worden. Vom Instrumentenbau bis zur darstellenden Kunst ist alles über die Bühne gelaufen, was schon seinerzeit die Welt bedeutet hat. Aber das unverzichtbare Rückgrat von Rom war seine Legion. Gut trainiert, bestens ausgerüstet und gefürchtet im ganzen Reich hat das römische Militär die Pax Romana durchgesetzt. Die Mitglieder von der 11. Legion stellen heute ihre Freizeit der wissenschaftlichen Nachbildung vom römischen Legionär zur Verfügung. Ausrüstung, Training und sogar Alpenüberquerungen absolvieren sie detailgetreu als Legionäre. Aus Spiel wird so Wissenschaft und das kann man fürs ganze Fest in Augusta Raurica behaupten. Die Worte vom Regierungsrat Urs Wiedrich bringen es auf den Punkt. Die gesellschaftliche Relevanz für alle Bevölkerungsschichten war von Anfang an das erklärte Ziel der Veranstalter. Das ist erreicht worden.